Anna, you read me? I need you to record my audio feed right now. What? Why? Just do it. I want you to keep a copy of this conversation. Metal, looks like we got a visitor. Hey, Gringo, I'm talking to you. Deus Ex The Fall. Keine Weiterführung von Human Revolution stand auf dem Programm, sondern ein iOS-Spiel für iPad und iPhone. Schließt thematisch in der Serie, die voll und ganz eingeschlossen ist, an den Icarus-Effekt an. Das Buch gibt es sogar im iBook-Store zu kaufen, wer sich für die Story, die sehr, sehr ausgeprägt ist, interessiert. Es sind komplexe Geschichten, nicht so das typische 0815-Quatschgehabe, was man oft bei solchen Titeln hat. Es ist eine glaubwürdige Atmosphäre, die hier vermittelt wird, in 5 Stunden. Englische Sprachausgabe durch und durch, das ist ein sehr, sehr nettes Bonus-Feature. Die deutschen Untertitel vermitteln ansonsten die Geschichte. Durch und durch Deus Ex, wie man es kennt von den Konsolen. Schleichen, Computerhacken, Nahkampf und Feuergefechte. Die Shooter-Parts allerdings, die sind holprig. Die Steuerung dazu ist gewöhnungsbedürftig. Ja, holprig. Es ist machbar, aber nicht ideal, würde ich sagen. Die AI von den Gegnern ist teilweise ziemlich lachhaft. Insgesamt würde ich stark betonen wollen, dass es kein Shooter ist, sondern dass der Titel von den ganzen anderen Spielelementen lebt. Zu diesen anderen Spielelementen gehört das Aufrüsten von Waffen, oder das Sammeln von Gegenständen, das Verkaufen von Gegenständen. Man kann sich selbst natürlich auch upgraden, auch gegen bares Geld. Square Enix, Eidos Montreal und Enfusion haben hier ganz gut zusammengeworfen. Ich habe ganz, ganz wenig kleine technische Mängel, beispielsweise der fehlende Spielstand-Sync oder so. Ladezeiten sind vielleicht einen Hauch zu lang. Wer ein iPad 3 mindestens oder ein iPhone 4 S mindestens besitzt und actionlastige, storygetriebene Geschichten wie diese mag, der sollte mal reinschauen in Deus Ex The Fall. You're unsteady. I'm fine. As good as can be expected. Are you skipping your meds? I know you're not sleeping. Come on, talk to me. It doesn't matter.